war gestern Nacht im Krankenhaus und ich weiß selber nicht genauso warum, Leute. Ich weiß, warum es ging. Aber den Grund, den solltet ihr euch selber erklären, Leute, weil das ist sehr komisch. Naja, auf jeden Fall weiß ich genauso viel wie ihr, Leute. Ich habe keinen Plan, was dort passiert ist, was die Ärzte gesagt haben und was jetzt mit Egg passiert. Und bevor ich frage, die Stories, die wir gepostet haben, waren die von Eggs privater Snapchat-Story. Aber jetzt, Leute, Alter, wieso war Egg so lange im Krankenhaus? Die war doch 4,5 Stunden. Alter, Leute, Sal ist viel zu gut gelaunt, wenn sie wüsste, was sie mir da gesagt haben. Ich bin hingegangen, weil ich eine Bauchnabelinfektion hatte. Und weil es ja schon seit mehreren Tagen bei mir so ist. Stopp, wir haben ihr gesagt, geh ins Krankenhaus, Leute. Und dann, seit gestern, hat es angefangen mit Bauchschmerzen, als ob jemand in mich reinsticht. Und diese Schmerzen kommen vom Bauchnabel. Auf jeden Fall, ich bin mit Inga dann in die Notaufnahme gegangen. Leute, ich habe Angst, was für Untersuchungen die machen. Ich weiß gar nicht, Alter. Auf jeden Fall, ich war dann bei einem Arzt. Und ich dachte, es wäre abgeheilt, aber da war gar nichts abgeheilt. Der so, nee, das ist nichts abgeheilt. Und hat er mich sofort in die Notaufnahme geschickt, in eine andere Abteilung. Die haben mich jetzt zum Allgemeinchirurgen überwiesen und ich werde da jetzt kontrolliert oder keine Ahnung, was die machen. Aber ich habe auf jeden Fall Angst, weil der meinte, da ist noch gar nichts abgeheilt. Ich dachte, da wäre was abgeheilt, aber das ist nichts abgeheilt. Und dann ging es weiter zu der nächsten Ärztin. Und die hat mich dann kontrolliert. Ich war so nervös und unter Schock. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Und da, Leute, hat sie mich kontrolliert. Und weißt du, was sie gesagt hat? Oh, sorry. Wenn es in ein paar Tagen nicht besser wird, muss ich operiert werden. Und die hat mit irgendwas in meinem Bauch rumgestochen. Es hat die für 5 Kilo Desinfektionsmittel reingetan. Es hat so gebrannt, ich habe fast geheult. Ich weiß nicht, mit irgendein Metalldings, keine Ahnung. Wo reinigt? In deinem Bauchnabel? Ja, mein Bauchnabel. Genau deswegen habe ich auch mal verbannt, weil die meinte, ja, ich darf das nicht so offen lassen. Ich muss immer jetzt verbannt selber drauf machen. Oh mein Gott, die hat bestimmt, oh mein Gott, war das so ein spitzes Ding? Weiß ich nicht, ich hab weggeguckt. Oh mein Gott, Leute, die hat 100%, 100%. Wie lange war die da dran? Schon eine Weile. Die hat 100%, gell, mit so einem spitzen Ding rumgestattert, um zu gucken, ob da ein Loch ist. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass es besser wird, dass ich nicht operiert werden muss. Weil, Leute, wenn es echt so ist, dann... Nein! Aber sie meinte, ich soll mich ausruhen und entspannen und deshalb brauche ich dich heute, Sal. Also, die erste Aufgabe für dich ist, ich brauche einen Verband und eine Salbe. Dieses Klebeverband und die Salbe. Weil ich muss jeden Tag öfters meinen Verband wechseln. Stopp, hast du geduscht heute? Natürlich habe ich geduscht. Wie hast du damit geduscht? Ich habe geduscht, ganz normal. Oh yeah, jetzt bin ich wach, Leute! Das heißt, ihr müsst zur Apotheke? Hör auf dich, dass du Freunde gibst. Ey, Leute, ihr liebt es, wenn Leute krank sind. Ich mache mich jetzt fresh für den Ausflug zur Apotheke. Ich habe immer Wachsstreifen dabei, falls jemand braucht. Für den Darmbad, Leute, you never know, you never know. Ja, ich darf blechen, Leute, weil klein Egg, kein Geld. Und sie weiß nicht mal, wie ihre Creme heißt. Doch, Leute, Sal darf mir eine Salbe holen, das ist irgendwie Heilmittel und mein Verband. Was? Das Infektionsmittel zahle ich nicht. Oh. Ich habe zu Hause 1000 Stück. Ist ja nicht eng abgegammelt, da steht, seit 3 Monaten. Da steht für Haut und Flächen. Das passt. Für Haut und Flächen? Ja. Sowas gibt es nicht. Doch. Es ist komisch, dass ich meine Schlafhose habe. Ernährung bei Entzündungen. Auf deinem Speiseplan sollten Sachen stehen wie frisches Gemüse und Obst, Fisch, Nüsse und vieles mehr. Zucker, Weißmehl, Fleisch und Transfette sollten nicht verzehrt werden. Ich glaube, ich bestelle mir so eine fette, geile Sucuk-Pizza mit so Hollandaise-Sauce und ich kriege diesen Mini-Caesar-Salat da. Nee, den esse ich nicht. Nee, den esse ich halt nicht. Leute, hier steht ganz klar und deutlich. Sehr. Kein Weißmehl, kein Zucker, kein Fleisch und keine Fette. Du nervst. Wir haben jetzt gekauft, Leute. Gut 25 Euro dort gelassen. Ich habe es hier gesagt. Wir brauchen das nicht. Brauchen das nicht. Die kauft trotzdem. Sal muss jetzt mein Verband wechseln. Viel desinfizieren, antrocknen lassen, Verband drauf, fertig. Warum ist mein Bauchnabel lila? Und jetzt muss ich dieses komische Desinfektionsmittel auf ihr Bauch geben. Ah! Oh, das brennt so schön. Das geht in meine Seele richtig rein. Was meinst du? Nein, das Einwirken. Es tut so weh, oh mein Gott. Mehr ist mehr, ja?
Mehr natürlich. Und rein auf. Alter, Mädchen. Leute, das ist so wieder exakt. Ich soll mir Bauchnabel reinmachen, die Creme. Alter, Zähne, wenn ich meinen Finger da reinstecke, wirklich. Ich glaube, sie will echt, dass ich operiert werde, Alter. Ex, Bauchnabel ist jetzt wieder fresh. Ey, wie geht's jetzt? Viel besser. Ja, komm, wie sie direkt strahlt, Alter. Man sagt sie, dann sagt sie, ich habe schlecht gemacht, Leute. Und jetzt, Ex, zum Highlight des Tages bestellen wir jetzt bei Maggis, Leute. Und ich habe da was gesehen, gerade eben, als ich geschnuppert habe. Das wird bestimmt gefallen. Big Caesar Salad. Oh mein Gott, weißt du? Sanftiges, paniertes Hähnchenfleisch. Inga gönnt sich einen Double Cheeseburger. Jasen, was willst du essen? Niner Spicy Nuggets mit fetten Pommes, Leute. Mit fetter Mayonnaise. Das soll er nicht essen. Und dazu, Leute, eine fette Coke. Wir sind ja etwas eingeschränkt durch Egg, Leute. Wir können uns auch nicht alles gönnen, weil die ist ja direkt mit uns. Deshalb, Leute, habe ich uns was Gesundes gegönnt mit Obst und Früchte. Und zwar kriegt sie von dem die Hälfte. Was? Weil da sind Erdbeeren drauf und da steht, Erdbeeren sind besonders gesund. Das Beste, das hier ist meins. Da sind fett Erdbeeren drauf, Leute, mit einer fetten Sahnschicht und fett Zucker unten drunter. Oh. Mm. Lecker, lecker. Ich liebe Sahne, Leute. Okay, Egg, welches Stück willst du? Das hier. Probleme. Das hier? Ja, okay. Warte, warum halbierst du das? Denkst du, dass so viel Zucker auf einmal essen oder was? Hä? Oh mein Gott! Egal, ich esse trotzdem. Juicy Erdbeer. Welches Stück willst du jetzt? Das hier. Okay. Vielleicht ist es sogar besser bei dir, wenn du heute nur ein Stück isst und das andere Jassen nimmst. Spinnst du, Alter? Mm, boah, da ist echt viel Sahne drin. Muss man rausholen. Ach, Leute, am besten einfach so. Kriegt die nur das hier oben. Was sagst du, Inge? Problem gelöst, ja? Ja, das passt so. Egg hier. Digga, was ist denn? Du bist die schlimmste Pflegerin ever. Willst du operiert werden? Alter, weil ich Sahne esse. Ich bin nicht operiert wegen Sahne. Ja, Alter. Dein Bauchnabel sieht auch immer aus so wegen Sahne. Weil mein Zimmer dreckig ist. Okay, Ausnahme. Erster Tag. Danach nie wieder. Gewöhne ich nicht dran. Was? Schmeckt's dir auch, klein Egg? Genau. Schön die Erdbeeren essen. Gutes Mädchen. Ich schwöre, Leute, als ich letztes Mal im Krankenhaus gewesen bin. Wegen einer Alkoholvergiftung? Sei leise. Irgendwie habe ich noch voll Hunger. Darf ich den Kuchen essen? Ich habe Maggis gezeigt, ich habe dir Früchte gezeigt, ich habe dein Red Bull gezeigt. Das Red Bull trinkst du bei dir nicht unter meiner Aufsicht, habe ich kurz erwähnt, Alter. Bescheuertes Mädchen. Die gönnt sich noch Red Bull, Leute. Seit 5 Tagen steht diese Mayo hier und Eck hat seit 5 Tagen diese Entzündung. Bedeutet, Eck hat sich die Mayonnaise im Bauchnabel geschmiert. Das könnte aus Versehen passiert sein. Okay. Mir ist schon ganz schlecht geworden, Leute, nur bei der Nähe von Egg zu sein, Alter. Wirklich, ich weiß nicht, wie die das geschafft hat. Digga, der Bauchnabel ist ein geschlossener Raum, Leute. Da gibt's keinen Hintereingang oder sonst was, Alter. Der ist zu. Und Egg hat's irgendwie reingeschafft, da ein Loch reinzumachen. Kennt ihr jemanden, der wegen seinem Bauchnabel operiert werden muss? Weil der entzündet ist? Ich auch nicht. Salala. Oh mein Gott. Meine Ärztin hat auch gemeint, ich brauche Entspannung in meiner Muskulatur, also Entspannung einfach. Ja klar, Alter. Weißt du, Leute, ich brauche Entspannung. Ich brauche Entspannung. Nein, ich hab gesagt, du musst mich massieren. Ich hab die Nase voll. Ich bin keine Krankenpflegerin oder sonst was. Doch, heute schon. Dieser Job wäre nichts für sie. Ich bin eigentlich nicht anstrengend. Ich bin die netteste, beste Patientin. Ah, Digga, was ist denn? Ja, und sie will mich nicht massieren. Das gefällt mir gar nicht. Wir holen sie zurück zu mir. Denn heute ist mein Tag und ich habe ein Recht auf eine Massage. Zalala. Deine Patientin wartet, Zalala. Meine Rückenmuskulatur tut so weh. Zalala. Es geht alles ab, Leute. Zalala. Oh, ich hätte sie nicht erwartet. Oh Gott. Ich gehe zu Sunny, vielleicht massiert er mich. Ja, mach mal, Alter, beiß dich, Junge. Nein, er massiert mich und ich fasse ihn an. Mit meinen Krankenhaushänden, weil du willst mich ja nicht massieren. Du musst das wohl ein Kaninchen tun. Salala. Salala Limonade. Also dafür, dass ich mich jetzt von einem Kaninchen massieren lassen muss, weil ich es nicht machen möchte, dafür muss ich Schmerzensgeld verlangen. Und da habe ich hier die perfekte Sache, ihr Portemonnaie. Ein 50er nehme ich mir raus, Leute. Schmerzensgeld, hallo? Krankenhaus gesagt, das muss meine Schwester machen. Und erschreckt euch nicht,
Ich bin so befleckt wie eine Kuh von meinem Selbstbräuner. Ich habe gehört, Zitrone soll man drauf schmieren. Das sind die Zwiebeln von Yasin. Das ist so nasty, Leute. Der hat in ein Glas irgendwelche Zwiebeln reingepackt und lässt die tagelang im Kühlschrank stehen. Okay, wir tun jetzt ein bisschen Zitrone. Oh, du bist auch mal wieder da. Mensch, ich war 5 Minuten so, Alter. Zalala Limonada. Wir tun jetzt Zitrone drauf. Das ist doch Zitronensaft, oder? Ja. Warum kaufen wir Zitronen und pressen die aus? Erstmal ohne Scherz, aber Leute, bitte schreibt in die Kommentare, wie man Selbstbräuner wegkriegt. Ich schwör, Digga, das ist nur Dreck. Ich muss dir was sagen. Salada Limonade. Ich habe Schmerzensgeld genommen, weil du mich nicht massieren wolltest. Hier, Inga, das ist für dich die Fanta, für mich ist die Cola. Und was habe ich zum Trinken? Nix, Wasser. Ich hasse Salat. Ich glaube, ich habe irgendwie kurz nach meiner Geburt zuletzt Salat gegessen, danach nicht mehr. Boah. Ich habe schon 3 Blätter gegessen. Mir geht's nicht gut, Leute. Mir geht's gar nicht gut. Meine Aufgabe, echt gesund zu machen, hat mich krank gemacht. Jas hat hier irgendein ekliges Getränk. Jas, was ist das? Was? Das Apfel-Banane-Geschmack. Ja, das gehört nicht mehr. Was? Hä, riech mal. Willst du was mit Sugar gehen? Ja, dann komm mit. Oh mein Gott! Hol fein Sunny! Sunny ist ein Küken, aber hier. Was redest du? Da ist ein Küken in der Mitte. Sunny ist ein Kaninchen, aber ist okay. Cousy, Kiki, Coco, Riech mal. Ich gucke und betrachte. Du darfst eh nichts essen. Ja, eben. Ich sage ja, ich gucke und betrachte. Einmal. Und das ist für dich. Erbsensprossen. Oh Gott, das sieht gleich aus. So jung und fröhlich. Boah, lecker, oh no! Ey, ich kann echt zum Auscam hier, Alter. Ey! Boah, was Erbsensprossen. Ist das? Wenn du isst, kommen die in deinem Magen weiter auf. Was? Genau so, Hase. Boah! Du klingst wie ein Pferd, was kaum isst. Kannst du dein Gesicht einfach reinstecken und essen? Mach's vor. Boah, wenn du das machst, kriegst du 10 Eier. Hier reinstecken. Du kriegst 10 Euro, wenn dein Gesicht da reinsteckt und so isst. Soll ich jetzt echt machen? Ja, mach jetzt. Oh nein! Nein, während du im Essen steckst. What's in my packaging, Leute? Inga hat mir wieder was gegönnt. Schlafmaske. Darf ich anziehen eine? Okay. Oh mein Gott, du guckst ja. Leute, ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind, was so Weihnachtsgeschenke auspackt von Inga. Oh mein Gott, Inga! Leute, Inga hat sich auch gegönnt. Ach so, stimmt, das ist ja von meiner Gönnung gekriegt. Inga hat sich das auch gönnt, Leute. Und zwar ist das so ein Akku-Pad. Das tut man sich ans iPhone hinten dran kleben. Das hat mir gestern so den Po gerettet, gell. Ich hatte gestern keinen Akku mehr und alle Kabel waren weg. Boah, beste Investition deines Lebens. Oh Gott, du siehst so sympathisch aus auf einmal. Wow. Es war das Schlimmste auf der Welt, deine Pflegerin zu sein. Ich hoffe, dass das nie wieder vorkommt. Oh, ich wünsche dir so viel Pech. Aber ich hoffe, dass du nicht operiert wirst, weil dann muss ich dich nach mir besuchen. Und ich habe keinen Bock. Krankenhäuser hasse ich. Und ich habe keinen Bock auf dich, Salala Limonade. Dann geht's, Krankenhäuser. Hast du deine Ruhe, Alter. Schreibt jetzt in Kommentare, Hashtag gute Besserung. Vielleicht geht's Edgar besser dadurch. Falls ihr keine gute Besserung wünscht. Ach, okay. Happy Birthday. Oh, keine gute Besserung von mir. Danke. Happy Birthday auch, ey, YOLO.